Was geht ab, liebe Leute? In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Low Carb Spaghetti Bolognese mit dem Spiralschneider von Gefu zubereiten könnt. Auf geht's! Für eure Spaghetti Bolognese braucht ihr 150 Gramm mageres Faschiertes, 9 Stück Cocktailtomaten, eine Zwiebel, Knoblauch, Zucchini und frischen Rosmarin. Als erstes schneidet ihr euren Zwiebel fein würfelig und bratet ihn mit einem Tropfen Öl leicht an. Jetzt gebt ihr euer Faschiertes dazu und bratet es mit an. Als nächstes kommen die Cocktailtomaten dazu. Die zerdrückt ihr einfach und lasst alles einkochen. Wenn ihr das habt, würzt ihr eure Bolognese noch mit Salz, Pfeffer und Rosmarin. Während ihr das Ganze einkochen lässt, könnt ihr eure Zucchini-Nudeln zubereiten. Wenn ihr mit euren Zucchini-Nudeln fertig seid, bratet sie in einer Pfanne scharf an und würzt sie mit Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und fertig ist die Spaghetti Bolognese.
Das war's wieder für heute. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis dahin, viel Erfolg beim Nachmachen. Ciao.